zwei sehr unterschiedliche Jungs. Ich heiße Oskar. Ich heiße Rico. Werden die dicksten Freunde. Kann es sein, dass du ein bisschen doof bist? Ich bin ein tiefbegabtes Kind. Tatsache, ich bin hochbegabt. Echt? Ich kann die ersten 110 Primzahlen auswendig. Rico, Oskar und die Tieferschatten. Nach dem Bestseller von Andreas Steinhöfel. Können wir denn schon bis 5 zählen? Wir können sogar bis 7 zählen. Und seit wann trägt man solche Dinger zum Fahrradfahren? Ich habe kein Fahrrad. Ein Motorrad ja sicher auch nicht. Aber was bist du denn für einer? Verstärkung aus der Klapse oder was? Hallo? Kannst nicht sprechen? Taubdumm, wa? Frech und mutig wie Superhelden. Sie müffeln. Und sie sollten dankbar sein, dass bei uns fließendes Wasser und Seife gibt. Und sie sollten Gebrauch davon machen. Erforschen sie die Tieferschatten. Was für Schatten? Ja, tiefer Schatten. Die sind tiefer. Tief in den Räumen. Das ist der Weg zu den Schatten. Wieso hat er alles abgeschlossen? Das Hinterhaus ist einsturzgefährlich. Das Haus ist was? Und jagen Mr. 2000, den Schnäppchenentführer. Warum Schnäppchenentführer? Na, weil seine Entführungen so billig sind. Hast du eigentlich Angst vor Mr. 2000? Quatsch, du? Quatsch. Agent Duretti? Ich hab eine Nudel gefunden. Na, das ist ja mal ein Knaller. Vielleicht ist ja Fitzke der Schnäppchenentführer. Sind Sie verheiratet? Nein. Und haben Sie eine Freundin? Rico. Hey, Spaghetti-Schwast, die machen unser Wohnmobil nicht kaputt. Also nehmen Sie mich mit? Sei mein Gast. Doch wenn du da bist. Mr. 2000, ich weiß, wo er wohnt. So, jetzt würde ich gerne losfahren. Bist du bescheuert? Der macht Hackfleisch aus uns. Lass mich nicht unhöflich verhandeln, nur weil ich ein Kind bin. Rico, Oskar und die Tieferschatten. Und ich bin gerade aus der Klapsmühle. Ab Donnerstag, 10. Juli, nur im Kino. Mann, Mann, Mann.